Ja, herzlich willkommen. Ich darf heute Professor Frozheim vertreten. Er hat mich darum gebeten, das Kapitel 4 und das folgende zu halten heute bei Ihnen. Falls er das vorhergehende Kapitel noch nie ganz fertig hat, das wird er dann selber fertig machen. Ich beginne einfach ganz frisch mit dem Kapitel 4, mit dem Übergang zur Rechnerarchitektur, was ja Bestandteil ist von der technischen Informatik. Und wir werden uns heute großteilig über das Thema Transistoren unterhalten, Gatter, Logiken und zum Schluss dann etwas Steuerwerk, Rechenwerk und all das, was dazugehört. Ja, Sie sehen hier in dieser Glasglocke einen Uralt-Transistor, wurden damals gerne verwendet, um mechanisch schaltlos sozusagen Schaltungen durchzuführen. Und das ist das Thema heute. Wenn man sich eine Schaltfunktion hernimmt, das ist also aus der Aussagenlogik Verknüpfungen, zum Beispiel mit und oder mit odern Verknüpfungen, und Sie haben mehrere Eingangsvariablen, dann haben Sie auch bei n Eingängen, können Sie auch beliebig viele Ausgänge haben, 1 bis m. Und als Eingang, als Kombination gibt es bei n Eingängen 2 hoch n Möglichkeiten, Kombination, und an Funktionsmöglichkeiten als Ausgängen haben Sie 2 hoch 2 hoch n verschiedene Ausgangskombinationen. Hier unten als Beispiel mal zweistellige Schaltfunktionen von F0 bis F15, also 16 verschiedene Ausgangsfunktionen bei 2 Eingängen, also n gleich 2, hier die Variablen A und B, und einfach miteinander kombiniert kommen Sie also auf 16 verschiedene Möglichkeiten, also Zeilen in dieser Tabelle, und einige Zeilen werden Sie sicherlich wiedererkennen, das sind klassische Standardoperationen, zum Beispiel das AND, falls A1 und B1 1 ist, haben wir als Ausgangsmöglichkeit oder als Ausgangslösung das Ergebnis 1. Falls 1 von beiden Eingängen 0 ist, also in dem Fall b gleich 0 und in dem Fall a gleich 0, haben wir jeweils als Funktionsausgang das Ergebnis 0. Und bei einer Unverknüpfung, selbst wenn da 1 von beiden Eingängen natürlich 0 ist, auch da haben wir einen Ausgang 0. Und so gibt es halt 16 verschiedene Möglichkeiten. Bekanntes Beispiel noch OR, wir haben das NOT AND, NOT OR und so weiter. Das Ganze ist auch standardisiert, wie man diese Symbole darstellt. Hier mal 4 Beispiele für eine Negation. Die erste Spalte ist sozusagen das Symbol aus der Aussagenlogik. Kennen Sie vielleicht aus der Algebra-Vorlesung. Klassisches entweder das negierte Überstrich, also über die Variable einen Querstrich drüber, oder das am meisten gebräuchliche in der Aussagenlogik ist das nicht davor. Die DIN-Vorschrift, die nach meiner Meinung hier schon etwas veraltet ist, also mittlerweile ist man auch auf diesen IEEE-Standard übergegangen, ist in der dritten Spalte hier dargestellt, IEEE in der vierten Spalte. Sie sollten, wenn Sie mal einen Schaltkreis vorfinden, sollten Sie beide Symbole oder Standards beherrschen. Als Informatiker können wir das voraussetzen, dass Sie beide Möglichkeiten kennen, und das IEC ist eher ungebräuchlich in Europa, in Deutschland. Die gängigsten Symbole ist das UND und das ODER. Wenn man das Ganze dann negieren will, also zum Beispiel einen NOT-AND draus machen möchte, dann wird einfach die Negation hier, dieser Punkt, kann man hinten dran fügen, ist also das AND gleichzeitig verknüpft mit der Negierung. Das Gleiche würde dann natürlich auch hier stattfinden, wäre dann hier der Kreis dran. Wenn wir uns allgemeine Funktionen mal anschauen, also es gibt ja nie für jede Aussage oder für jede Schaltfunktion ein Symbol, dann kann man das natürlich auch allgemein ausdrücken. Hier am Beispiel 2 Eingänge, die Funktion f von a und b und der entsprechende Ausgang f.
IEEE-Standard, sehr ähnlich, bloß in einem standardisierten Rechteck. Noch zwei Schaltsymbole für einen Inverter bzw. für einen Verstärker schauen wir uns jetzt mal näher an. Es gibt Standard-Chips, Standard-Mikrocontroller oder besser gesagt Chips, wo entsprechende Logiken schon auf dem Chip platziert sind. Hier an dem Beispiel der Hexinverter 7404 besteht aus 6 Invertern drin. Das sehen Sie hier an den ganzen Pins, die hier dran liegen, haben wir 6 verschiedene, die wir unterschiedlich nutzen können. Was denken Sie, warum wir den Pin 7 und den Pin 14 noch haben? Also klar, es steht dran, wir haben einmal 0 Volt und einmal den Level-Pegel mit 15 Volt. Was schätzen Sie, für was wir das brauchen? Wenn Sie als Eingang, zum Beispiel, wenn wir uns den hier mal anschauen, wir geben eine 0 ein, er invertiert uns das, müsste ja eine 1 rauskommen. Wo soll er uns jetzt den Pegel hernehmen, den Strom für die 1? Deswegen braucht man natürlich hier auch einen 5 Volt Eingang in dem Beispiel, damit diese logische 1, die hier rauskommt, natürlich auch geschaltet wird auf einen High-Pegel. Ein ganz beliebtes Beispiel von Professor Frozheim ist diese Ampelschaltung. Jeder von Ihnen kennt eine Ampel. Sobald die grün anzeigt, ist zwar nach deutschen Rechten nicht ganz egal, aber sobald die grün anzeigt, dürfen wir fahren. Diese Grafik berücksichtigt jetzt nie die Schaltzustände von gelb und rot. Warum? Weil wir hier oben das Oder haben und da reicht es zu, sobald wir grün haben, dürfen wir fahren. Anders sieht es aber aus, wenn wir uns jetzt den Zustand mal anschauen, die Ampel zeigt uns gelb an. Sie wissen ja, die klassische Verkehrsampel von grün zu rot geht grün aus, geht gelb an, anschließend geht gelb aus und kommt rot. Umgedreht ist es aber anders. Sie zeigt rot an, zusätzlich noch gelb und dann fällt sie auf grün und gelb und rot geht dann aus. Deswegen auch der Fall, es reicht hier zu, bei grün dürfen wir fahren. Wenn jetzt die Ampel gelb anzeigt, nehmen wir uns mal hier das erste und hervor. Gelb ist auf 1 gesetzt, meinetwegen rot zeigt noch eine 0 an, also rot ist noch aus. Dann wird das hier invertiert vor dem Eingang, haben wir hier sozusagen eine 1. In die Uhrverknüpfung rein, das heißt, wir müssen bremsen. Das gleiche umgedreht, die Ampel zeigt rot an, gelb ist aus, gelb ist 0, wird hier zu einer 1, rot ist auf 1 gesetzt, beides mit unverknüpft ergibt 1, mit oder verknüpft, auch da müssen wir halten. Also sobald die Ampel nur gelb oder nur rot anzeigt, müssen wir also anhalten, wir müssen bremsen. Die Fälle hier oben oder der Fall hier oben in dem UND-Gatter ist jeweils bei den zwei Fällen, die wir gerade hatten, würde hier immer eine 0 rausgeben. Wir dürfen also nicht fahren. Zeigt die Ampel rot an und gleichzeitig gelb, ist zum einen das 0, das ist 0. Das heißt 0 oder 0 bleibt 0. Wir brauchen also in dem Sinne hier nicht mehr bremsen. Und jetzt entscheiden wir mal, ob wir losfahren dürfen. 1 und 1 ins Oder hinein, wir dürfen also losfahren. Also sobald die Ampel rot und gelb anzeigt, dürften wir losfahren an der Ampel. Wenn man diese Begriffe, Schaltfunktionen, hatte ich Ihnen jetzt schon so indirekt mit erzählt, das sind also verschiedene Variablen verknüpft mit Operatoren, kombiniert miteinander ist eine Schaltfunktion und ergibt ein entsprechendes Ergebnis. Wir haben Rechenregeln, wie wir also verschiedene Schaltfunktionen umschreiben können, so dass das Ergebnis gleich bleibt. Es gibt eine Normalform zu jeder Schaltfunktion.
Mit der kann man also zum Schluss eigentlich vergleichen, ob verschiedene Schaltfunktionen, die exakt das gleiche Ergebnis haben, auch identisch sind. Man müsste die in die Normalform überführen. Und es gibt aber auch Schaltfunktionen, die kann man minimieren. Zum Beispiel mit dem Zwischenschritt der Normalform kann man also aus einer komplizierten Funktion auch was Einfacheres draus machen. Die Menge von den binären Schaltfunktionen ist natürlich 0 und 1. Die, wie wir es schon genannt hatten, die klassischen Operatoren oder englisch OR. Hier mal das Symbol aus der Aussagenlogik A oder B. Anders bezeichnet Disjunktion oder die logische Summe oder eine Vereinigung von A und B. Bestes Beispiel: ein Haus hat mehrere Klingeln am Hoftor und am Eingang und an der Eingangstür. Und es wäre natürlich zu viel verlangt, beide Klingeln gleichzeitig zu drücken. Das wäre das klassische UND. Deswegen sind die mit oder verknüpft, die Taster. Und wenn einer von den Klingeln, von den Klingeltastern gedrückt wird, dann fließt Strom und die Klingel läutet. Anders sieht es aus bei einer UND-Verknüpfung. Hier in dem Beispiel. Also eine Konjunktion von A und B. Da ist die Bedingung, dass beide Taster oder hier in dem Fall Schalter gedrückt sein müssen, damit das Licht angeht. Beispiel ist eine Sicherheitsschaltung an Maschinen. Es müssen meistens zwei Taster mit den Händen gedrückt werden, damit sich zum Beispiel die Maschine bewegt und damit die Finger also nie in dem gefährlichen Bereich drin sind. Andere Bezeichnung ist das logische Produkt von A und B oder der Durchschnitt von A und B. Wenn man das Ganze jetzt in die Physik, in die Praxis umsetzt, muss man natürlich dafür auch Bauteile finden. Als Beispiel sind diese Transistoren. Ein einfacher Transistor ist so ein Feldeffekttransistor. Und Professor Frotzheim hat das hier mal verlinkt zu einem Video auf YouTube. Das ist tonlos und das erklärt eigentlich mal, wie so ein Transistor funktioniert. Die befinden sich in extrem hoher Stückzahl in so einem Computer. Hier mal eine Animation dazu. Und gleich wird es interessant, wenn das Ding durchgeschnitten wird. Da haben wir zum einen unser Gate, unsere Quelle und unsere Senke. Und das Gate ist sozusagen die Steuerung von dem Ganzen. Je mehr ich jetzt hier das Gate auffahre, also sprich hier den Strom drauf gebe, desto mehr fließt der Strom von Quelle zu Senke. Würde ich den Strom hier wieder wegnehmen, fließt hier kein Strom zwischen Quelle und Senke. Das mal als schnelle Animation, ich fahre nochmal zurück. Am Anfang fließt kein Strom zwischen Quelle und Senke, aber sobald wir Strom auf das Gate geben, wird hier oben der Stromfluss deutlich größer. Sie sehen es, immer mehr Teilchen bewegen sich von Quelle zu Senke. Ah, jetzt die Folie weg. Nee. Na? Da. Man unterscheidet da auch zwischen stromlos geschlossen. Hier mal ein Beispiel. Wir haben hier ein N-MOSFET und ein P-MOSFET. Wenn man beide miteinander geschickt kombiniert, wie es hier in dem Fall ist, kriegt man eine sehr gute Negation hin. Wir haben hier oben unseren 5-Volt-Pegel und hier unten unseren Ground. Und wir wollen jetzt das A negieren, also Eingang und hier ist der Ausgang. Wenn der Eingang auf 1 liegt, soll der Ausgang auf 0 liegen. Das heißt, wenn hier eine 1 aufliegt, soll der Ground auf dem Not A aufliegen. Liegt hier eine 0 an, wollen wir die 5 Volt auf den Ausgang rüberziehen. Und hier oben haben wir mal so einen N-Kanal-Transistor und so einen P-Kanal-Transistor. Das heißt,
Das ist unser Gate. Das ist unsere Senke. Und das ist der Train. Liegt hier eine Null an, am Gate ist das Ganze gesperrt bei einem N-Kanal-Transistor. Das heißt, hier findet kein Stromfluss durch statt. Hier oben haben wir es aber umgedreht, so ein P-MOSFET. Das heißt, hier liegt eine Null an, es fließt Strom von den 5 Volt, die Senke, Drain, fließt durch und demnach wird das A negiert. Wenn wir das umdrehen, hier liegt eine 1 an, also ein hoher Pegel, dann ist das Gate sozusagen hier offen und es fließt hier ist eine 0. Jetzt muss ich selber überlegen, Moment. Hier liegt eine 1 an. Es ist offen, genau, also doch richtig. Der Ground sozusagen 0 liegt auf Not A. Wir haben invertierte. Dann wird das hier offen, dieses Gate. Es fließt sozusagen Strom von den 5 Volt auf das Not E, also auf diesen Ausgang. Kombiniert man das Ganze noch etwas geschickter und man macht daraus einen End. Man nimmt hier diese Schaltung, die wir hier haben, dieses Not. Hier haben wir nochmal so einen P-Kanal und hier nochmal so einen N-Kanal. Und das Ganze A und B verknüpft, zum Schluss aber noch negiert, also so einen klassischen NAND. Und wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, wenn auf B nichts aufliegt, also eine Null, dann fließt hier kein Strom, also das ist wieder Ground und hier oben haben wir unseren 5-Volt-Pegel. Wenn A eine Null hat, ist auch das hier geschlossen, es fließt also hier nichts, aber hier oben, dieser Transistor lässt durch, wir haben also die 5 Volt hier anliegen, das heißt, A und B miteinander verknüpft, 0 und 0 ist eigentlich 0. Davon eine Not, wir müssen also diese 5 Volt hier rausbekommen und die bekommen wir ja raus, weil die genau hier fließen. Die würden auch zusätzlich noch hier bei dem B fließen. Das heißt, wenn A oder B 0 ist, ist jeweils der entsprechende Transistor offen. Sind aber jetzt beide auf 1, müsste ja theoretisch bei einer Unverknüpfung eine 1 herauskommen, aber wir wollen sie negiert haben, eine End, müssen wir also eine 0 rausbekommen. Wenn B auf 1 ist, fließt sozusagen hier der Ground, A auf 1, auch das ist offen, der Ground liegt sozusagen hier an dem Ausgang an und B, dieser Transistor ist gesperrt, also die 5 Volt hier oben sind nicht da und auch dieser Transistor sperrt hier von A 1, das heißt, der Ground liegt sozusagen hier am Ausgang an. Nochmal zurück zur Mathematik, zur Boolschen Algebra. A und B negiert miteinander ist nichts anderes als A negiert oder B negiert. A oder B umgeformt ist das gleiche wie A negiert und B negiert und das Ergebnis wiederum miteinander negiert. Das ist eine kombinatorische Regel und A und B ist das gleiche wie A und B zweifach miteinander negiert. Wenn Sie nun selber mal einen Mikrocontroller bauen müssen oder eine bestimmte Schaltfunktion umsetzen sollen, dann haben Sie es am einfachsten, wenn Sie das also wirklich in der Praxis machen müssen. Sie verwenden nur NAND-Chips oder nur NOT-OR-Chips. Mit beiden ist es möglich, jegliche Schaltfunktionen herzustellen. Wenn wir uns den CMOS-Chip mal anschauen, Complementary Metal Oxide Silicon Chip, müsste glaube ich nochmal kommen. Nee. Das ist eine Kombination aus zwei Transistoren. Hier mal dargestellt, ein einfacher Inverter
aus einem einen NAND. Das heißt, dieser Eingang über einen NAND, hier miteinander unverknüpft, negiert, ist invertiert. Zweites Beispiel, zwei NAND-Chips hintereinander mit einem UND. Wir haben hier A und B. Egal wie die gesetzt sind, wenn jetzt A hier oben auf 1 gesetzt ist und B hier unten auf 0, in einem NAND-Chip, also unverknüpft, wäre eine 0, negiert ist 1. 1 wieder in einem UND hineingegeben, ergibt ja 1, das negiert ist aber 0. Also 1 und 0 ergibt 0, dargestellt mit zwei NAND-Gattern. Wenn beide auf 1 sind, ergibt das UND einen 1, negiert ist 0, 0 und 0 miteinander verknüpft ist 0, negiert ist wieder 1. Sie sehen, solche einfachen Logiken sind also einfach mit einem NAND-Chip hergestellt. Es gibt verschiedene Logikchips direkt fertig zu kaufen. Den 7404 hatte ich Ihnen vorhin gerade schon gezeigt. Hat also 6 Inverter drin, Ground und den Pegel mit 5 Volt zum Beispiel. Die 7400 besitzt zum Beispiel 4 solche NAND-Gatter drin, die Sie also miteinander geschickt verknüpfen können. 7402, 4 NOR-Gatter. Und die 7420 besitzt 2 NAND-Gatter mit jeweils 4 Eingängen. Ich selber habe mit den ersten Dreien schon mal experimentiert und ein paar Schaltungen aufgebaut. Es macht eigentlich Spaß, wenn man es verstanden hat und wenn man sich wirklich die Schaltfunktion aufzeichnet und zum Schluss die entsprechenden Skizzen und Grafiken herstellt. Ja, wozu brauchen wir denn das Ganze? Das Einfachste ist, wir wollen irgendwann mal eine Addition machen und dazu brauchen wir halt verschiedenste Gatter, zum Beispiel die NAND-Gatter. Eine Addition besteht immer aus mehreren Eingangsvariablen, die Sie addieren wollen. Hier einfach in einem allgemeinen Schaltsymbol dargestellt A und B. Sie haben die Summe, binär betrachtet wäre das also eine 1, wenn 1 von beiden auf eine 1 ist. Und Sie haben zusätzlich noch einen Übertrag. Und dieser Übertrag, der fällt auf 1, sobald beide Eingänge sozusagen auf 1 sind. Hier nochmal die entsprechende Wahrheitstafel, also auch da sollten Sie in der Lage sein für die Klausur, wenn Sie entsprechende Symbole oder Schaltfunktionen sehen, die entsprechenden Wahrheitstafeln zum Beispiel herzuleiten. Hier nochmal als Wahrheitstafel A und B steht auf 0, die Summe ist demnach auf 0 und der Übertrag bleibt auf 0. Wenn eins von beiden auf 1 kommt, fällt die Summe auf 1 und der Übertrag bleibt auf 0. Sind beide auf 1, kommt die Summe auf 0 und der Übertrag ist 1, also klassische Binärarithmetik. Wenn man sich jetzt einen Addierer zusammenbaut, benötigen Sie einen Halbaddierer. Aber der Nachteil ist, sobald Sie mehrere Binärstellen miteinander addieren wollen, haben Sie nicht die Möglichkeit, bei einem Halbaddierer die Überträge miteinander zu übernehmen. Hier mal dargestellt, einen Halbaddierer aus drei UND-Gattern und einem ODER-Gatter. Also auch das sollten Sie in der Lage sein zu erkennen bzw. auch mal darzustellen. A und B, unsere Eingänge. Falls A 1 ist und B auf 0, negiert ist hier eine 1, kommt als Ergebnis hier eine 1 raus, mit oder verknüpft ist die Summe sozusagen 1. Das gleiche umgedreht, wenn A 0 ist, dieses UND-Gatter würde 0 liefern, aber dieses UND-Gatter würde aus der 0 eine 1 machen, weil es vorher negiert ist. B ist eine 1, bekomme also auch hier eine 1 heraus. Die Summe ist sozusagen 1. Aber wenn beide jetzt den Wert 1 nehmen, achso, der Übertrag war jeweils jetzt auf 0, weil 1 von beiden immer
0 war und das andere 1, ist der Übertrag auf 0. Sind aber beide auf 1 gesetzt, würden die beiden Und-Gatter, dadurch, dass jeweils das andere negiert ist, immer eine 0 herausgeben. 0 und 0 oder 0 ergibt eine Summe, aber der Übertrag wird mit der Unverknüpfung zu einer 1. Das Ganze kann man auch sich noch vereinfachen. Anstatt von 4 Gattern brauchen wir da nur 3, nämlich 2 Und-Gatter und einen Oder-Gatter. Wenn wir uns jetzt mal einen Volladdierer anschauen, der besteht aus zusammengesetzten Halbaddierern, hat aber den Vorteil, dass er dieses Carry-Flag, also dieses Übertragsflag von der vorhergehenden Binärstelle mit übernehmen kann. In dem einfachen Volladdierer besteht also aus 2 Halbaddierern und das Carry-Flag haben Sie sozusagen als zusätzlichen Eingang noch mit dabei, also neben A und B als Binärstelle haben Sie noch das Carry-Flag von der vorhergehenden Operation. Ist es die erste Binärstelle, ist das Carry-Flag natürlich auf 0 gesetzt. Wenn man jetzt viele solche Addierer miteinander kombiniert, kommt man zu so einem sogenannten Paralleladdierer heraus. Mit dem können Sie also 2 Binärwörter mit einer beliebigen Länge, je nachdem wie viele solche Volladdierer Sie hier drin haben, können Sie addieren und bekommen zum Schluss die korrekte Summe heraus. Großer Nachteil ist allerdings, Sie müssen die sequenziell miteinander verschachteln. Also die höherwertigen Binärstellen können erst miteinander addieren, wenn von der vorhergehenden Operation der Übertrag herausgekommen ist. Es gibt aber deutlich komplexere Paralleladdierer, die also schon im Voraus die einzelnen Überträge sich anschauen und das Ganze mit einem Takt sozusagen hinbekommen, die Addition der Werte durchzuführen. Ansonsten hätte man nämlich ein deutlich großes Delay, je nachdem wie lang Ihre Binärstelle ist, wenn der Übertrag oder wenn die Addition halt erst durchgeführt werden kann, wenn der vorhergehende Volladdierer fertig ist. Das Ganze bringt uns dann schon zu den sequentiellen Schaltungen. Hier mal ganz vereinfacht dargestellt vom Professor Pforzheim. Wir haben eine Blackbox, wir wissen also jetzt gerade nie, was hier drin stattfindet. Wir haben verschiedene Eingänge, verschiedene Ausgänge, aber wir haben noch einen sogenannten Zwischenspeicher für die Zwischenschritte, für die inneren Zustände, denn es kann ja sein, wir benötigen mehrere Takte. Meistens haben wir hier noch so ein Takteingangssignal mit dazu. Und Zwischenspeicherungen können sozusagen hier in diesem Speicher für diese sequentielle Schaltung abgelegt werden, die dann wiederum gleichzeitig für den nächsten Taktschritt verwendet werden. Wenn man hier drin fertig ist mit dieser sequentiellen Durchführung, was zum Beispiel dieser Paralleladdierer sein könnte, dann bekommen wir hier zum Schluss das Ergebnis heraus. Das Ganze bringt uns jetzt zu dem Thema diese Flipflops. Einfach dargestellt, ohne jeglichen Takt, ist dieser RAS-Flipflop. Auch das ist eine einfache Methode, mal in der Klausur abzufragen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben den RAS-Flipflop, steht für Reset und Set. Wir haben jeweils einen Ausgang und einen negierten Ausgang. Das kann manchmal auch weggelassen werden, das Q' ist aber immer der negierte Ausgang zu Q. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben hier 2 Oder-Gates drin. Gehen wir auf die nächste Folie, habe ich es da noch mit drin? Genau. Die Wahrheitstafel dazu, wenn das Reset auf 0 gesetzt ist und das Set auf 0 steht, dann ist das Gate daraus definiert aus dem Folgezustand. Schauen wir uns das mal an. Setzt natürlich voraus, dass man den Folgezustand oder nicht Folgezustand, sorry, sondern vorhergehenden Zustand haben. Das heißt, der aktuelle Zustand setzt sich, wenn beide auf 0 sind, sozusagen aus dem negierten. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine 0 rausbekommen haben, war das Q auf 1 gesetzt, das ist negiert. Im nächsten Schritt geht das in das Und-Gatter rein, haben hier eine 0, hier eine 0, ergibt hier eine 1. Und das wiederum hier als Eingang
ergibt sozusagen so einen bistabilen Zustand. Anderes Symbol für so einen einfachen Flipflop, für diesen AS-Flipflop, ist hier mal dargestellt. Einfach durchgehende Linie in dem Rechteck. Wir werden gleich noch ein paar andere Arten von weiteren Flipflops sehen. Hier oben noch die entsprechenden Schaltfunktionen für Q und für Q'. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Wahrheitstafel genauer an. Also, wenn beide Eingänge auf 0 sind, ist der Flipflop sozusagen aus einem vorhergehenden Zustand definiert. Also er verändert sich nicht. Er nimmt einfach für Qn ist es genau der gleiche Zustand, wie er im vorhergehenden Schritt war. Setzen wir den Set-Eingang auf 1, wird aus dem Qn, also aus dem aktuellen Zustand, wird eine 1 und der negierte Zustand logischerweise eine 0. Sobald wir den Eingang R setzen auf 1 und das Set ist auf 0, würden wir den Flipflop zurücksetzen und als Ausgang sozusagen eine 0 bekommen. Sind beide Zustände oder beide Eingänge auf 1 gesetzt, haben wir einen undefinierten Zustand, undefinierten Folgezustand, nämlich genau dann, wenn einer von den beiden Eingängen im nächsten Schritt auf 0 fällt. Also im aktuellen Schritt haben wir eine 0, aber im nächsten Schritt könnte ja sein, dass einer von beiden auf 0 fällt und die beide und schon haben wir einen undefinierten Zustand. Größeres Problem ist noch bei dem einfachen Flipflop, wir haben so Zwischenzustände. Es kann ja sein, oder es ist so, dass wir haben ja keine perfekte Flanke, sondern wir haben ja immer eine steigende oder eine fallende Flanke, die nicht perfekt ist zu einem Taktschritt, sondern die so zum Beispiel geht. Und da haben wir halt Zwischenzustände während des Umschaltens und auch das ist natürlich undefiniert. Hier nochmal dargestellt, wie man das Ganze aus NAND-Gattern bauen kann. Also Sie sehen auch so ein Flipflop, lässt sich natürlich aus einem NAND bauen. Das ist die Wahrheitstabelle. Wenn Sie die beide mal miteinander vergleichen, dann sehen Sie, dass Sie einfach die Eingänge negieren müssen und dann würden die Ausgänge wieder exakt so entstehen. Aber auch hier, wenn das Set und das Reset-Flag oder Eingang auf 0 gesetzt ist, dann haben wir einen unzulässigen Zustand sozusagen. Das war das gleiche, wie wir es vor uns gerade hatten mit 1, 1. Wenn wir das hier, dadurch, dass es ein NAND ist, uns anschauen, dass das Speichern-Flag oder Set-Flag ist hier auf 0, das Reset-Flag auf 1 ist sozusagen der klassische Setzen-Zustand bei diesen Flip-Flop mit NANDs. Das ist also sozusagen das Negierte von dem klassischen RAS-Flipflop, wie wir es gerade hatten. Interessanter ist es, um genau diese Zwischenzustände zu vermeiden, ist, wenn wir einen getakteten Flipflop verwenden. Und Sie wissen ja, wir haben eine steigende und eine fallende Flanke und dementsprechend haben wir auch zwei verschiedene Flipflops. Nämlich einmal für eine steigende Flanke, da Sie sehen, das ist das gleiche Schaltsymbol, wie wir es vor uns hatten, nur dass hier vorne noch ein ausgefülltes Dreieck ist für dieses Taktsignal. Das ist also für eine steigende Flanke und wir haben aber auch noch einen Flipflop, der auf eine fallende Flanke reagiert, der also genau dann seinen Zustand versucht zu setzen, also das Set und das Reset sich anschaut, wenn das Taktsignal fallend ist. Die Werte sozusagen hier abfallend betrachtet und hier bei der ansteigenden Flanke. Hier mal dargestellt. Hier oben haben wir unser Taktsignal, hoher Pegel sozusagen auf eine 1 meinetwegen gesetzt. Hier unten haben wir unseren Setzkanal, unsere Daten. Und wenn wir uns jetzt diesen Takt hier mal anschauen, positive Flanke gemeint, also bei einer steigenden Flanke, steigende Flanke hier bei dem Takt,
dann speichern wir sozusagen hier diese Daten, die wir hier haben. Wir schauen uns also bei dem Anfang des Taktes sozusagen den Datenwert an und in dem Sinne setzen wir also den Ausgangswert auf positiv, also auf 1. Bei einer fallenden Flanke oder bei einem fallenden Flipflop wird es halt erst interessant, wenn das Taktsignal fällt und demnach sehen Sie hier also auch schon den Versatz, nämlich genau um diese Taktbreite, dass also hier dieser Datenwert hier angenommen wird. Interessant ist es genau dann, und das macht diese Stabilisierung aus, von der ich vorhin gerade gesprochen habe, wenn dieses Datenwert, dieser Pegel sozusagen, sich innerhalb eines Taktes verändert. Sie sehen, dieser Datenpegel hier ist nur am Anfang des Taktes auf High und fällt innerhalb des Taktes auf 0 herunter. Am Ende des Taktes, wo wir also die fallende Flanke haben, haben wir hier eine 0. Wenn wir uns einen positiven flankengesteuerten Flipflop zum Beispiel anschauen, wird man also jetzt hier sehen, dass bei der steigenden Flanke hier der Datenwert berücksichtigt wird, aber bei einer negativen Flanke dieser Datenwert ja gar nicht mehr existiert und sozusagen hier gar nicht mit aufgezeichnet werden kann. Und das wären so die Problematiken bei einem undefinierten Zustand in diesen Übergängen, wie ich es dort gerade gezeichnet habe. Andersrum sieht es aus, wenn dieser Datenwert also innerhalb des Taktsignals ausschlägt, dann würde der bei der positiven Flanke untergehen. Bei der steigenden Flanke ist hier also kein Datenwert da, können wir also nicht aufzeichnen. Und bei der fallenden Flanke wäre also dieser Datenwert dann aber da. Der Jump and Kill Flipflop nimmt sozusagen diese undefinierten Zustände, wenn beides auf 1 zum Beispiel gesetzt ist, verbessert er. Sie sehen hier jetzt das deutlich komplexere Schaltbild dazu. Was macht er eigentlich? Der verhält sich genauso wie der klassische Flipflop, wie wir vorhin gesehen haben, den R&S Flipflop. Aber wenn das Jump und Kill Flag bzw. R&S Flag bei dem klassischen R&S Flipflop auf 1 gesetzt sind und wir haben den Takt, dann würde er den Folgezustand immer wechseln. Er wird also im ersten Takt, wenn J und K auf 1 gesetzt ist und meinetwegen das Q war auf 1, ist im nächsten Takt das Q auf 0. Gibt es hier noch eine? Ne, gibt es leider keine Wahrheitstabelle. Zusätzlich optional haben Sie noch so eine Leitung dann für einen Preset und auch für einen Clear. Vorteil von dem Flipflop, Sie haben diese undefinierten Zustände, wenn beides auf 1 gesetzt ist, gibt es dieses Problem nicht mehr, denn im nächsten Takt würde automatisch, dadurch, dass Sie die Rückkopplung hier haben, das Ausgangssignal invertiert werden. Also von einer 1 auf eine 0 im nächsten Schritt und im nächsten Takt dann wieder von einer 0 auf eine 1. Was bringt uns das Ganze? Wenn man jetzt sozusagen Flipflops nacheinander schaltet, also sequenziell aufbaut, können wir das Ganze, und in dem Fall haben wir hier immer für einen Flipflop für eine steigende Flanke und hier immer einen Flipflop für eine fallende Flanke. Sequenziell angeordnet kann man auch von MS-Flipflop oder Master und Slave-Flipflop sprechen. Hat den Vorteil, wenn wir sozusagen bei einer steigenden Flanke sind, übernehmen wir den Eingang von Set und Reset, halten das Ergebnis als Ausgang von dem Flipflop und erst, wenn die Flanke fällt, weil das ein Flipflop ist mit einem Detektor für eine fallende Flanke, dann geben wir erst das Ergebnis aus. Wir können also Phasen verschoben arbeiten, das heißt, wir können das Ergebnis hinauszögern, je nachdem, wie lang der Takt ist. Bekommen wir das Ergebnis oder der Master hat beim Taktbeginn den Ausgang für den Flipflop, aber das Ergebnis Q und Q' wird erst bei der fallenden Flanke eigentlich herausgegeben. Wir können also das Ganze verzögern. Einfach ausgedrückt mit diesem Takt
könnte man nichts anderes machen als den Takt mit einem Unverknüpften und also Takt unverknüpft mit Set als Eingang, Takt unverknüpft mit Reset als Eingang. Schon hätten wir einen taktgesteuerten RS-Flipflop zu einem oder einen taktungesteuerten RS-Flipflop zu einem taktgesteuerten Flipflop gemacht, sobald wir das Taktsignal mit dem Set unverknüpfen und das Taktsignal mit dem Reset verknüpfen und jeweils als Eingang verwenden. Weiteres Beispiel für diese Master-Slave-Varianten: Man kann das Ganze verwenden für einen Schieberegister. Na, Sie können sozusagen Taktbeginn, Ergebnis hier, wird dann bei der Fallenflanke hier hineingeschoben. Würden wir jetzt hier hinten wieder so einen MS-Flipflop hinmachen, würden wir das sozusagen mit jedem Takt sozusagen um eins noch weiter verschieben. Hätten also ein klassisches Schieberegister. Hier nochmal einen weiteren Typ, einen vierten Typ von Flipflops, so ein D-Flipflop, der steht für Delay-Flipflop. Reagiert jeweils auf eine steigende Flanke mit dem Taktsignal und der Ausgang Q wird jeweils für den nächsten Schritt mit übernommen, Q1, Q2 jeweils für die einzelnen Takte und die Ergebnisse werden aber mitgenommen und immer mit unverknüpft und dienen als Eingang sozusagen für den entsprechenden Flipflop. Wir können also das Ergebnis nach hinten hinauszögern und je nachdem, wie die vorhergehende Stufe das Ergebnis hatte oder als Ergebnis hatte, schaltet der entsprechende Flipflop das Ganze verzögert im nächsten Takt. Das Ganze kann man jetzt ganz geschickt einsetzen, um zum Beispiel Register zu beladen. Also die Register, wir schauen es uns dann gleich an, innerhalb einer CPU als extrem schneller Speicher, um Werte abzuspeichern. Aber irgendwie müssen wir ja den Wert zum Beispiel von dem Bus herunternehmen und irgendwo abspeichern. Und da könnte man zum Beispiel Flipflops verwenden. Jedes Flipflop kann genau ein Bit speichern. Und Professor Frozheim hat das jetzt beschriftet hier mit Strobes. Das sind jetzt keine Takte, sondern es sind Impulse. Das heißt, zum Beispiel mit einem A-Strobe, mit einem A-Impuls, kann ich die einzelnen Werte, die auf meinem Bus liegen, zum Beispiel in das A-Register hineinschieben, indem dass ich das als Z-Flag nehme und den A-Strobe sozusagen als Impuls, das in dieses Register hineinzuschieben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel nochmal einen B-Strobe für ein zweites Register. Das heißt, wenn im nächsten Schritt der entsprechende Wert für das B-Register auf dem Bus liegen, dann kann ich den B-Impuls den ganzen Flipflops geben und die würden den Wert sozusagen nehmen, speichern und auf den Ausgang legen. Jetzt kann ich damit zum Beispiel innerhalb der ALU eine Operation machen, zum Beispiel hier eine Addition von den ganzen Binärstellen, nämlich von dem A-Strobe und von dem B-Strobe, von den zwei Registern. Klassischerweise hat eine ALU zwei Eingänge. Und jetzt gibt es noch einen dritten Impuls, nämlich genau dann, wenn die ALU fertig ist mit der Rechenoperation, übernehme ich den Wert, der hier in den einzelnen Additionen herausgekommen ist und speichere das zum Beispiel hier in dem Beispiel in den Sum-Register ab. Diese Glocke dient dazu, um einen Überlauf der Bits zu symbolisieren. Also auch hier ist die Berücksichtigung des Carry Flags mit enthalten. Soweit sozusagen, um von dem Bus Werte abzugreifen und die zum Beispiel in ein entsprechendes Register hineinzuschieben, benötige ich also nie meine Takte, sondern die entsprechenden Impulse für die Register, um dass die in dem Moment den Wert abspeichern und das Register ist nichts anderes als die Darstellung von Flipflops. Ja, und dieses Wissen, was ich jetzt mal so im Schnelldurchlauf Ihnen gezeigt habe, dient jetzt dazu, um einen vollwertigen Rechner sozusagen aufzubauen.
Wenn wir uns die klassische von Neumann Architektur mal anschauen, da haben wir hier in dem Beispiel mehrere Datenbusse, hier mal blau dargestellt. Weiter unten ist es klassischerweise nur ein Bus und alles ist mit dem Steuerwerk miteinander verbunden mit Steuerleitungen. Das sind wirklich Leitungen auf dem Chip, die sind alle miteinander fest verdrahtet und das Steuerwerk steuert sozusagen genau dann, wann der Wert in den Speicher hineinkommen soll oder in die ALU oder die ALU losrechnen soll und so weiter. Hat den Vorteil, dass wir einen Universalspeicher haben für Daten und Programme und je nachdem, was das Steuerwerk mit den Steuerleitungen an die entsprechenden Einheiten übergibt, wird dann entsprechend gerechnet oder die Werte von dem Bus heruntergenommen werden. Das Programm läuft sozusagen sequenziell ab und mit Hilfe des Steuerwerkes sozusagen steuern wir den gesamten Programmablauf ab. Das Ziel ist heute noch, dass ich Ihnen nochmal die MIMA zeige aus der Grundlagen der Informatik Vorlesung und dass wir uns das dort nochmal genau anschauen mit den einzelnen Steuerimpulsen. Ein Problem ist noch, dass die Register nie direkt an den Bus angeschlossen sein können. Sonst wird man sozusagen einen Kurzschluss fabrizieren. Und deswegen gibt es einen sogenannten Bustreiber, der sozusagen den Bus mit dem Register verbindet und entsprechend sozusagen die Brücke zwischen Bus und Register schlägt. Ziel ist nämlich genau das, dass wir eine Schaltung haben, die nicht nur zwei Zustände hat, 0 und 1, sondern dass wir noch einen dritten Zustand haben, der sehr hochohmig ist. Und genau dann nehmen wir diesen hochohmigen Zustand ein, wenn wir von dem Bus sozusagen getrennt werden sollen. Dazu mal die komplexe Schaltung dazu, hier mal dargestellt vom Professor Pforzheim. Und diese Bustreiber, die also zwingend erforderlich sind, um sowas zum Beispiel hardwaretechnisch, die von Neumann-Maschine zu bauen, wo man also nur einen Bus hat und zum Beispiel zwei Register, gibt es aber auch fertige Chips. Und die sind hier mal dargestellt. Diese Schaltung hier sozusagen ist in den Chip gepresst und wir haben hier 8 verschiedene Register. Die sozusagen hier unten den Bus darstellen von B1 bis B8, beziehungsweise hier unten würde dann sozusagen der Flipflop kommen, um das zu speichern. Hier unten wäre sozusagen das Register. Vorteil noch von dieser Schaltung, von diesem Chip, den wir hier haben, wir können auch die Richtung angeben, von wo wir lesen wollen. Also wir können vom Register von hier unten, von den Flipflops, auf den Bus den Wert legen und wir können aber auch natürlich selbstverständlich den Wert vom Bus in das Register übernehmen. Und immer dann, wenn wir abgekoppelt sein wollen, gehen wir sozusagen in diesen hochohmischen Zustand über. Ja, jetzt kommen wir schon eher zu diesen komplexen Sachen. Hier oben unseren Datenbus. Wir haben unser Steuerwerk. Wir haben unser Instruction Register. Dort steht die Instruktion drin. Wir haben die Status Flags, die zwingend erforderlich sind für dieses Steuerwerk, damit das Steuerwerk auch weiß, was der nächste Schritt ist, beziehungsweise was muss ich machen. Die entsprechenden Steuerimpulse an die ganzen Einheiten, die also an dem Bus angeschlossen sind. Und wir haben den Instruction Address Register, zwingend erforderlich. Dort drin steht also die Adresse für die Instruktion, die wir also hineinlesen müssen. Die wird klassischerweise, hat die meisten noch eine eigene ALU, um die Adresse um 1 zu erhöhen, also sprich zur nächsten Instruktion zu gehen. Wenn wir Sprungbefehle haben,
sind das natürlich nicht bloß einfache Additionen mit 1, sondern wir springen natürlich zu einer anderen Adresse. Demnach würde dann da, wo der Programmcode weitergeht, würde also hier drin die Adresse stehen für den nächsten Befehl. Das Ganze jetzt hier nochmal dargestellt und muss ich nochmal eine Folie weitergehen? Nee, okay. Die ALU hier dargestellt besitzt meistens zwei Eingänge, A und B oder X-Register und Y-Register. Die haben natürlich auch wieder Steuer oder sind hart verdrahtet mit dem Steuerwerk, denn die müssen auch ihre Werte entsprechend von dem Datenbus herunternehmen. Die ALU ist hart verbunden mit diesen Registern und wenn die ALU den entsprechenden Impuls kriegt zu arbeiten, also zum Beispiel eine Addition oder eine Oder-Verknüpfung oder eine Unverknüpfung durchzuführen oder auf Equal zu überprüfen, dann wird dieses Ergebnis in das Z-Register abgelegt. Und anschließend wird natürlich dieses Register auch wieder, deswegen hat es auch nur eine Richtung zum Bus, wird es im entsprechenden Zeitpunkt wieder auf den Bus gelegt. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Auf diesem Bus stehen also neben den Adressen, die zum Beispiel in das Instruktionsadressregister hineingespeichert werden für den nächsten Befehl, fließen aber auch Daten über den Bus. Und das Wichtigste ist sozusagen das Steuerwerk, was zu dem richtigen Zeitpunkt sagt, wann wer die Daten vom Bus herunterzunehmen hat oder die Daten oder die Werte, zum Beispiel von der ALU, auf den Bus zu legen hat. Und die entsprechenden Einheiten reagieren dann drauf und setzen zum Beispiel ihren State oder ihren Wert auf den Bus. Und so könnte man zum Beispiel einen Transfer von dem Z-Register in ein beliebig anderes Register vornehmen. Entsprechender Steuerimpuls sagt, dieses Register soll den Wert, also die entsprechenden den entsprechenden Bustreiber so steuern, dass es hier den Wert auf den Bus setzt und zum Beispiel irgendein beliebiges anderes Register in dem Moment den Wert von dem Bus liest und in den eigenen Flipflops abspeichert. Jetzt ist aber das Problem, dass natürlich die ganzen Werte, die wir benötigen, ja nicht nur in den Registern fest drinstehen können. Denn Register ist es mit das teuerste, was eigentlich in so einer CPU enthalten ist. Deswegen gibt es auch nur ganz wenig. So maximal 16 Stück, sage ich mal. Ich sage bloß ARM. Da haben wir 15 zur freien Verwendung. Insgesamt 32 stehen zur Verfügung. Jetzt haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit, neben den Registern die ganzen Werte auch in einem Speicher abzulegen, beziehungsweise natürlich auch aus einem Speicher zu lesen. Und da gibt es noch das sogenannte Speicheradressregister. Dort steht sozusagen die Adresse drin, die nach der Selektierung, also die Zelle auswählt, wo entsprechend der Wert gelesen werden soll. Dieser Wert, der gelesen wird, kommt dann in das SIR, in das Speicherinhaltsregister und anschließend im nächsten Zyklus wird dieser Wert auf den Bus geschrieben. Genauso funktioniert das aber auch andersrum, wenn wir speichern wollen, schreiben wir in das STAR, in das Speicheradressregister, die Adresse rein, wo wir diesen Wert aus dem Speicherinhaltsregister ablegen wollen, in welcher Zelle. Klassischer Speicher ist der Random Access Memory, der RAM, den Sie, ich glaube jetzt kommen auch noch Werte, genau, den Sie wahrscheinlich schon mit weit über 6 GB in Ihrem Rechner haben. Warum gibt es jetzt verschiedene Hierarchien, sage ich mal, um Werte irgendwo abzuspeichern? Also ich hatte schon von Registern gesprochen. Extrem effizient, also effizient heißt extrem schnell, wenn wir hier mal die Zeiten uns anschauen, der Zugriff auf den Inhalt eines Registers ist weniger als eine Nanosekunde und bei einem 1 GHz Prozessor entspricht ein Takt ungefähr eine Nanosekunde.
Aber extrem teuer, diese Register in die CPU zu pressen. Sie haben ja gesehen, was für Hardware dazu nötig ist, und die Begrenzung ist der Platz innerhalb der CPU. Großer Vorteil, extrem schnelle Zugriffszeit, und wir brauchen keinen separaten Zyklus, keinen Taktzyklus, um diesen Wert zu lesen oder zu schreiben. In die Register bekommen wir aber auch nur sehr wenig an Datenwerte abgelegt. Es gibt eine Zwischenstufe neben dem Speicher, neben dem RAM, ist der Cache. Mittlerweile wird der Cache auch noch in verschiedene Level kategorisiert. L1, L2 und L3 Cache finden Sie meistens mit den Angaben. Entsprechend schnell ist er auch, also ein L1 Cache extrem schnell, sehr teuer herzustellen, entsprechend auch nur sehr klein. Die Zugriffszeit, um auf diesen Cache drauf zuzugreifen, ist noch verhältnismäßig gering, weniger als 10 Nanosekunden. Der große Vorteil für einen Programmierer ist, der bekommt das nicht mit, also dieser Cache arbeitet vollautomatisch. Und wenn Sie auf eine Adresse im Speicher drauf zugreifen, haben Sie im Idealfall einen Cache-Hit. Das heißt, der Inhalt dieser Adresse steht schon im Cache und wir können uns also den Wert aus dem Cache hernehmen. Wenn der Eintrag sehr alt ist oder ich den Cache für andere Werte benötigt habe und nun brauche ich aber zufällig wieder den Wert von der Adresse, habe ich einen Cache-Miss. Das heißt, bei dem Zugriff auf diese Adresse ist er nicht in dem Cache enthalten, muss also aus dem Hauptspeicher geholt werden, und das ist aber jetzt schon sehr teuer im Hinblick auf die Zeit. Wir haben also im Schnitt zwischen 10 und 50 Nanosekunden dauert das, um auf diesen Wert drauf zuzugreifen. Professor Frozheim schreibt ja von 256 Megabyte bis 16 Gigabyte. Mittlerweile ist selbst da schon mehr drin, also die meisten Arbeitsplatzrechner, die Sie jetzt kaufen können, haben schon 8 GB. Legen Sie noch ein 100er drauf, dann kriegen Sie schon meistens 16 GB. Aber wer mehr will, auch da ist natürlich noch einiges drin. Wir brauchen aber hier mehrere Zyklen, um den Inhalt sozusagen zu holen. Es dauert einfach Zeit. Hier mal dargestellt, ich erkenne es jetzt nicht, was das hier für verschiedene DRAMs sind, aber hier sehen Sie mal den Arbeitsspeicher exemplarisch mal dargestellt. Meistens haben Sie so in Ihrem Rechner 2 oder 3 von diesen RAM-Bausteinen enthalten. Hier unten, erkennt sicherlich auch jeder, ist eine Festplatte. Der Zugriff da dauert nicht nur Nanosekunden, sondern richtig Millisekunden. Also richtig, richtig lange, und das wissen Sie auch, wenn Sie irgendeine Datei öffnen, die also irgendwo auf der Festplatte liegt, da dauert es dann spürbar länger, als wenn Sie das zum Beispiel aus dem Arbeitsspeicher herausholen. Großer Vorteil, extrem billig, eine Festplatte, und Sie können extrem viel drin abspeichern. Also Standard sind jetzt 2-3 Terabyte an großen Festplatten. Der Zugriff muss allerdings komplett gesteuert werden, zum Beispiel übers Betriebssystem. Auch hier lesen Sie nicht nur einzelne Bytes, sondern Sie lesen dort eine bestimmte Anzahl an Blöcke, und die ist wiederum abhängig von Ihrem Dateisystem. Also Sie können die Festplatte nicht adressieren und sagen, ich will jetzt genau dieses Byte, sondern dort arbeitet man blockweise. Neben dem Rechenwerk haben wir auch noch eine Möglichkeit, natürlich Ein- und Ausgaben zu machen, also die Schnittstelle zum Beispiel zur Festplatte oder zu einem Bildschirm zu haben. Wird wiederum, wie alles andere auch, von dem Steuerwerk kontrolliert. Nachteil ist, wie Sie es jetzt auch hieran sehen, wir müssen also über das Rechenwerk zum Beispiel vom Ein- und Ausgabewerk zum Speicher gelangen. Und das heißt natürlich auch, wenn Sie jetzt irgendwas laden wollen, dass Sie nie parallel was anderes machen können, sondern das Rechenwerk muss warten, bis
wenn das Ein- und Ausgabewerk sagt, so, jetzt habe ich die Daten geladen, jetzt geht es weiter. Das Rechenwerk ist sozusagen blockiert. Es kann nicht weiter arbeiten, solange wie die Daten nicht geladen sind. Und da spricht man auch von dem klassischen Bottleneck von Neumann oder von Neumann-Bottleneck. Der Bus ist sozusagen so lange blockiert, bis wenn dieses Ein- und Ausgabewerk sagt, Daten sind bereit zum Lesen oder ich kann jetzt Daten nehmen zum Speichern. Verbesserung von dem Ganzen, man gliedert sozusagen das Ein- und Ausgabewerk, hier mal gelb dargestellt, komplett aus, was für sich autonom arbeitet und entsprechend mit Interrupts reagiert. Das heißt, diese Systeme, Rechenwerk, ALU und die Register und alles das, was wir haben, können eigentlich weiterarbeiten, komplett unabhängig von dem hier. Und wenn zum Beispiel die Werte zur Verfügung stehen, die ich also von der Festplatte laden wollte, kommt ein Interrupt in mein System hinein, das System hält an, kann jetzt die Daten sozusagen weiterverarbeiten. Vorteil, das kann unabhängig arbeiten und muss nie einfach warten, bis wenn das Ein- und Ausgabewerk fertig ist. Auch das kennt sicherlich jeder von Ihnen. Ein SCSI-Controller für eine Festplatte ist hier drin. Ich weiß gar nicht welcher. Das ist von uns ein Mainboard hier. Ich glaube, das ist der 100 hier mit dem Xeon. Ja, das ist mit zwei CPUs irgendein Server-Mainboard. Wir haben den SCSI-Controller dran. Hier sehen wir auch mal ein Serial-ATA-Kabel für eine Festplatte oder für ein CD-Laufwerk. Wir haben klassische PCI-Express-Slots, zum Beispiel für eine Netzwerkkarte oder ältere Grafikkarten. Ein PCI-Slot und hier oben haben wir einen PEC-Slot, einen PCI-Express-Slot. Wir haben eine Bridge, die alles verbindet und hier oben 5, 6, 7, 8 Speicherbänke für RAM. Das ist schon ordentlich und wenn es der Xeon ist, von dem ich ausgehe, dann haben wir den hier mit 16 GB RAM bestückt. Klingt wenig, hat jetzt mancher schon zu Hause, aber er ist von 2008, 2009 und das war damals richtig viel. Ist auch entsprechend schnell, was so Datenverarbeitung und so betrifft. Ja, und jetzt kommen wir schon zu diesem Thema MIMA fast. Ich überlege gerade, ob wir das einfach mal vorziehen, diese Maschinenbefehle. Und ich zeige Ihnen mal, das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir das umstellen müssen, Eddie, mit der Auflösung. Das ist eine Bachelorarbeit mal gewesen von dem Herrn Kantrat, Martin Kantrat, von uns am Institut. Und der hatte mal die Aufgabe, einen webbasierten Simulator zu schreiben für die MIMA, für die Minimalmaschine. Die Minimalmaschine, wie es der Name schon sagt, besteht aus eigentlich sehr wenigen Einheiten. Wir haben den Speicher. Wir haben eine ALU, wir haben einen Akkumulator, wo das Ergebnis der ALU abgespeichert wird. Wir haben eine Ein- und Ausgabemöglichkeit und was die MIMA so besonders macht, die kommt mit sehr wenig Instruktionen aus. Wir haben Additionsbefehle, wir können Unverknüpfungen machen. Wir können rotieren, wir können invertieren, wir haben eine OR-Verknüpfung, exklusives Order, ganz wichtig, Überprüfung auf Gleichheit, Equal. Und wir können aus dem Speicher laden, Load Variable und Store. Und wir können natürlich auch Konstanten
in den Akkumulator hineinschreiben. Die MIMA kommt ja eigentlich mit keinen frei verfügbaren Registern aus. Wir haben eigentlich nur den Akkumulator, wo wir Werte hineinladen können, beziehungsweise wo das Ergebnis der ALU drin steht. Neben den Befehlen für die Datenmanipulation haben wir natürlich noch ein paar Kontrollflussoperatoren. Wir haben unbedingte Sprünge, also einen Jump-Befehl. Das heißt, wir wollen exakt zu dieser Adresse springen. Wir haben einen bedingten Sprung, Jump if negative. Falls also der Wert des Akkumulators negativ ist, springe zur Adresse P. Und wir können die MIMA sozusagen auch anhalten, also sagen so, jetzt hörst du einfach auf, wir haben so einen Haltebefehl. Insgesamt für diese Grundfunktionalität reichen bei einer 32-Bit-MIMA 4-Bit aus, haben wir also 16 Instruktionen zur Verfügung und 28-Bit noch für eine Adresse oder für einen direkten Wert. Ja, und hier mal dargestellt, wir haben hier oben unsere entsprechenden Statusregister. Diese URL, die Sie hier oben haben, die ist auch nochmal direkt verlinkt auf der Webseite von Professor Frozheim auf aha.informatik.tu-freiberg.de. Können Sie sich das also direkt auch öffnen. In der Bachelorarbeit gibt es auch ein paar Standardbeispiele für diese MIMA. Wenn das Netz funktioniert, wird Leder, genau, diese Liste hier mit ein paar Standardprogrammbeispielen. Ich habe hier mal ein Beispiel geladen für eine Multiplikation. Wir haben hier oben noch unsere Kontrollflex. Und Sie werden dann auch gleich sehen, es wird alles richtig bunt hier und wie das Ganze dann gesteuert wird. Wir haben hier unseren Datenbus. Hier unten unseren Speicherbus noch. Wir haben eine Konstante 1. Dieser Wert ist fix, steht immer auf 1. Wir haben hier unseren Akkumulator drin enthalten. Das ist so das Register, was wir verwenden können, um zum Beispiel direkt eine Konstante zu laden, beziehungsweise um das Ergebnis der ALU, was jetzt hier temporär im Z-Register drin enthalten ist. Dieses wird dann immer am Ende nach dem Takt sozusagen in den Akkumulator hineingeschrieben. Wir haben zwei Eingänge für die ALU, X und Y. Wir haben einen Counter drin. Wir haben hier oben so einen Run-Flag. Dieses leuchtet grün oder ist halt auf 1 gesetzt, wenn die MIMA läuft. Wir haben unser IAR, unser Program Counter, Instruktionsadressregister. Ist also hier drin ist die Adresse der nächsten Instruktion enthalten. Können wir also manipulieren, zum Beispiel mit einem Jump-Befehl. Wir haben den Inhalt des Instruktionsadressregisters, also das Instruktionsregister, wo die Instruktion drin steht. Wir haben das Speicheradressregister und wir haben das Speicherinhaltsregister. Also hier steht drin, wo wir den Wert hernehmen und hier steht drin, welchen Wert wir hernehmen oder hergenommen haben, beziehungsweise welchen Wert wir abspeichern wollen. Adressregister, also hier steht die Adresse drin und hier steht der Inhalt drin, Inhaltsregister. Wenn wir das Ganze jetzt mal im Schnelldurchlauf durchlaufen lassen, macht er nichts anderes als den Wert B mit dem Wert A zu multiplizieren, also mit 6 mal 7. Wenn wir das jetzt mal starten, sehen wir sozusagen die ganzen Mikroinstruktionen, also jeder Takt sozusagen oder jede Instruktion besteht aus Mikrozyklen. Das werden wir jetzt hier gleich sehen. Und mal das Ganze im Schnelldurchlauf. Er lädt die Variable B, vergleicht die mit dem Wert an der Adresse 0, dort steht jetzt 0 drin. Falls der Wert 0 ist, hält die Maschine an, war aber nicht, lädt jetzt die Konstante A, lädt sie nochmal den Wert B, vergleicht das mit 1,
Jump if negative, würde er sozusagen, also er macht nichts anderes, als wie ich es Ihnen in der Übung mal gezeigt habe, stellenweise zu multiplizieren, also bitweise. Die roten Pfeile, die Sie hier immer aufblinken sehen, ist sozusagen der Datenfluss vom Datenbus in die entsprechenden Register. Und es ist schon ziemlich schwer, das Ganze in der Geschwindigkeit nachzuvollziehen. Hier sehen Sie jetzt sozusagen die Micro-Instructions. Ich halte das Ganze jetzt mal an und da können wir uns die letzten 4 Minuten mal noch zum Beispiel den Befehl anschauen. Lade die Variable b. Ach, Sie können das hier nie lesen, ne? Dort steht IAR soll, also dieser Wert soll in das Speicheradressregister und in das Register X. Beziehungsweise das ist gerade passiert, dort war der Wert 0 drin. Jetzt machen wir, jetzt hat er es gemacht. Der nächste Schritt ist, wir haben in dem Adressregister, also die Adresse sozusagen enthalten, wo wir die Instruktionen jetzt laden wollen. Diese Adresse kommt auf den Bus, wird gelesen vom Speicheradressregister, vom SAR, und gleichzeitig, das ist so eine Optimierung, schieben wir diese Adresse in das X-Register hinein. Warum könnten wir das benötigen? X-Register ist ja zuständig für die ALU, warum bräuchte man das? Wenn wir was laden wollen, warum braucht man da die Adresse in der ALU drin? Sie werden es gleich sehen, das ist eine Optimierung. Als nächstes nehmen wir die Konstante, schieben die auf den Bus und gleichzeitig sagen wir, das Y-Register soll diesen Wert laden. In der Zwischenzeit arbeitet für uns der Memory sozusagen, denn wir wollen den Inhalt an der Adresse 0 wollen wir laden. Das dauert ein paar Mikrozyklen, das läuft sozusagen parallel ab. Als nächstes haben wir die ALU auf die Addition gestellt, die addiert, bekommt den Wert 1 heraus. Der Wert steht jetzt im Z-Register und als nächstes nehmen wir diesen Wert, schieben diesen Wert in das IAR hinein. Hat es jetzt Klick gemacht? Warum? Die Zeit, die wir zum Laden benötigen, hier steht jetzt auch Read Done, er ist jetzt gerade fertig, hat also aus der Adresse 0 den Wert 40000016 herausgelesen. Weiter unten sehen Sie auch nochmal die Adressen mit den entsprechenden Werten und genau dieser Wert, den wir gerade gelesen haben, ist jetzt in das Speicherinhaltsregister hineingekommen. Die Zeit, die wir für dieses Lesen benötigt haben, haben wir gleich dazu verwendet, um das Instruktionsadressregister um 1 zu erhöhen, den Program Counter auf den nächsten Wert zu setzen. Die MIMA arbeitet ja sequenziell Adresse für Adresse direkt ab. Daten und Befehle sind im gleichen Speicher. Als nächstes nehmen wir den Wert aus dem Speicherinhaltsregister auf den Bus und schreiben den in das Instruktionsregister. Im Instruktionsregister steht die Instruktion drin, die wir ausführen wollen. Jetzt haben wir die Instruktion dekodiert. 0x4 heißt Ladevariable. Das ist ja hier oben nochmal in Plaintext. Die MIMA besteht ja eigentlich nur aus diesen Werten. Das ist sozusagen Programmiersprache drumherum gebaut. Der Befehl ist Ladevariable an der Adresse 0x16. Dieser Wert 0x16 fällt sozusagen oder wird jetzt auf das Speicheradressregister abgelegt. Und der Memory arbeitet wieder und lädt jetzt sozusagen diesen Wert. Read Done. Wir holen uns den Wert aus der Adresse 0x16,
Das ist der Wert 7. Wenn wir mal nachschauen, 0x16 ist diese Zeile hier. Dort steht der Wert 7 drin. Anschließend, klar, Speicherinhaltsregister, also dieser Wert 7, wird jetzt in den Akkumulator abgelegt. Ladebefehl, lade die Variable an der Adresse und lege diesen Wert in den Akkumulator ab. Und das war's. Das war jetzt, diese gesamten Mikrozyklen waren dafür zuständig, um an der Adresse B einen Wert zu lesen und diesen Wert in den Akkumulator hineinzusetzen. Wenn Sie sich das Ganze dann nochmal näher anschauen, dann sehen Sie auch die ganzen Status-Flags und die Control-Fields, also die Steuerleitungen, die auf die entsprechenden Werte fallen, wenn die entsprechenden Leitungen sozusagen aktiv sind oder der logische Datenfluss. Jetzt schauen wir uns nochmal schnell als letzte Funktion dieses Equal Zero an. Macht jetzt wieder nichts anderes als das Inhaltsadressregister, das ist die Adresse, wo der nächste Befehl drin steht, auf den Bus zu legen. Wir wollen optimiert arbeiten, können also parallel, wenn wir lesen, diesen Wert um 1 erhöhen. Also setzen wir die Adresse in das X-Register für die spätere Addition um 1. Speichern diese Adresse in das, oder schreiben diese Adresse in das Speicheradressregister und sagen, lese mal bitte diesen Wert. Gleichzeitig wird die Adresse mit 1 addiert, bekommen wir den Wert 2. Der Wert 2 wird sozusagen aus dem Z-Register auf den Bus gelegt und gleichzeitig in das Inhaltsadressregister abgelegt. In dem Schritt ist das Lesen auch fertig. Wir haben also jetzt an der Adresse 0x1 diesen Wert herausgelesen. 0x9 ist ein Equal-Befehl, Vergleich mit dem Wert an dieser Adresse 1a. Also als nächstes machen wir nichts anderes als diesen Wert, Speicherinhaltsregister, in das Instruktionsregister abzulegen. Instruktion wird angeschaut, ist also ein Equal-Befehl mit einer Adresse, also müssen wir die Adresse 0x1a wiederum in das Speicheradressregister ablegen. Anschließend sagen wir, lade mal bitte in den Akkumulator wird der Wert, in das X-Register wird der Wert des Akkumulators parallel hineingeschoben, weil wir wollen ja vergleichen. Und welchen Wert wollen wir vergleichen? Na, mit dem Wert, der als nächstes gelesen wurde an der Adresse 0x1a und dort drin stand der Wert 0. Dieser Wert wird auf den Bus gelegt, gleichzeitig in das Y-Register hineingeschrieben und als ALU-Operation steht hier ein Equal an. Das wird ausgeführt, bekomme als Ergebnis Null, das heißt, die sind ungleich. Dieser Wert wird in den Akkumulator hineingeschrieben und anschließend sind wir fertig mit dem Befehl Equal Zero. Als nächstes wird sozusagen wieder dieser Befehl Jump Halt ausgelesen, wird nachgeschaut, welcher Wert steht im Akkumulator drin und falls der negativ ist, das ist nicht der Fall, wird hierher gesprungen. Parallel wurde schon die nächste Adresse wieder berechnet, nämlich für die nächste Instruktion. Ja, Zeit ist leider schon um. Ich werde das nochmal versuchen in der Übung zu vertiefen, weil das ist ein ganz interessantes Thema. Wer diesen Ablauf verstanden hat von Steuerwerk und Rechenwerk sowie Ein- und Ausgabe oder Zugriff auf den Speicher, hat eigentlich das Grundprinzip verstanden, wie eine Rechenmaschine funktioniert. Also die MIMA ist wirklich super, um das Ganze zu erklären. Ich bedanke mich bei Ihnen und bis teilweise morgen sehe ich einige von Ihnen. Auf Wiedersehen!